Hä? Was geht denn jetzt ab? Ich bin einfach zur Seite geschoben worden. Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Ich bin einfach nach rechts geschoben worden vom Game. Aber so richtig bescheuert. Also, seht ihr das? Ach, das ist Wind. Ach so, krass, das war der Wind. Ich dachte gerade schon. Nein, ich darf nicht ins Wasser oder was? Und schon wieder. Ja, nochmal das Ganze, komm. Ist doch bescheuert. Ich darf nicht so viel rumspringen. Ansonsten sterbe ich nur. Ja, ich will ja dahin. Ach, leck mich doch. Hä? Ich war doch gar nicht im Wasser. Was ist das denn für eine scheiß Passage? Ah, ich check das nicht. Ich verstehe das zum Teufel nochmal nicht. Mehr als hier hingehen und chillen kann ich ja nicht machen. Ja, ich hab's gecheckt. So, ich soll hier chillen. Tschüss. Wohin gehen? Fick dich doch, Alter. Muss ich jetzt wieder von da hinten loslaufen oder was? Tschüss. Ja, lecker, ich werde von irgendwelchen Toten aus der Wand. Nicht bleiben. Ich helfe. Störe sie nicht, Artyom. Bleibe in meiner Nähe. Sie sind schon so lange hier. Es sind
krass. Aber sie sind alle einsam. Nur Furcht und Schmerz. Sie können nicht weg und wollen, dass jemand bei ihnen bleibt. Tschüss, Alter. Die sehen alle gleich aus. Wo, da oben? Nein, das nehme ich nicht. Oder wäre es hier gut zu snipen? Nee, sieht nicht so aus. Und wenn doch, dann ist mir das jetzt auch erstmal egal. Von hier? Ne. Wo sind die? Ich kann leider keinen sehen, das ist ein bisschen scheiße. Ah, noch einer. Waffe auf den Boden und Hände hinter den Kopf. Verdammt nochmal, es ist Artyom. Na, dein Glück musste ja irgendwann aufhören. Du kannst den Befehl bezüglich der Waffe ignorieren. Kameraden, wir haben einen Sonderbefehl direkt vom Genosse Korbut bezüglich dieses Rangers. Wir sollen ihn eliminieren. Feuer! Feuer nach eigenem Ermessen! Nicht bleiben! Ich helfe! Nicht mehr! Zu erschöpft! Angriff! Eliminiert ihn! Führt den Befehl aus! Ich helfe dir zu sehen! Danke. Alter, lauf! Ah, Scheißdreck, erstmal. Alter, was geht denn ab hier? Ach, wir sind schon hier unten. Wirklich, der Scheiß richtig nicht durch. Ich hätte deine Mutter ficken können. Er hat das Schießen nicht verlernt, hä?
Oder hast du gedacht, Korbuch hätte dich völlig vergessen? Nicht solange du lebst. Und ich auch nicht. Du wolltest es nicht so wie wir. Wolltest dich uns nicht anschließen. Also bist du bereit, hat uns gerade reichen. Also Artyom, das wird langsam langweilig. So sagt es, erledigt sich. Und ich krieg wieder Besuch. Lasst uns unsere Kameraden rächen. Jetzt wird's lustig. Das kann ja unmöglich nur einer gewesen sein. Was? Das ist das Schlimmste, wenn man die Tüten nicht töten kann, weißt du? Du hast also beschlossen, hier aufzutauchen? Du bist ein hartnäckiger Hurensohn. Also, bist du hergekommen, um es zu enden? Komm schon, Artyom. Komm hier hin. Ich kann dich nicht mehr jagen. Aber ich kann noch immer ein Loch in deinen Kopf schießen, wenn ich ihn sehe. Er ist nicht mehr. Kein Zorn. Nur Trauer? Ich verstehe nicht. Ein Messer? Toller Junge. Ohne Furcht und Tadel. Was zum Teufel ist das, hä? Du lässt die Bestie auf mich los? Was für ein Held! Der Test an der Oktyabrskaya war erfolgreich. Das Virus tötet schnell und wird schnell inaktiv. Wenn wir genug davon bekommen, könnte die ganze Metro ausgelöscht werden. Aber zuerst müssen wir D6 einnehmen. Daher haben Sie, Genosse Morosow, nur eine Chance dafür. Der Orden hat gute Kämpfer, aber es sind zu wenige, um alle Zugangspunkte abzudecken. Unsere Späher haben einen schwach verteidigten Eingang gefunden durch den Kreml. Während Miller bei der Friedenskonferenz in der Polis ist, kann er seine Männer nicht befehligen. Ja, dann schlagen wir zu. Noch eine Woche. Dann bricht ein neues Zeitalter an. Artyom! Was ist los mit dir? Artyom! Tschüss. Entscheide. Du gehst. Du hilfst. Entscheide.